Mein lieber Harald, ich habe ja eigentlich den Wunsch und die Versuchung, dich heute nicht mit Harald anzusprechen, sondern lieber mit Doktor. Denn du bist ja Doktor. Ja, Und aber. der Grund ist der, weil die Bildungsministerin der BRD, Doktor Schawan, so einen großen Kontrast zu dir als Persönlichkeit darstellt. Ich habe ja heute mit einem Mann auf der Straße gesprochen und der sagte mir, nun hat sie ihren Doktortitel ja nicht mehr, aber sie hat ihn doch noch. Solange sie klagt, darf sie den Doktortitel behalten. Und ja, alle ihre Leute, die Kanzlerin, steht zu ihr, spricht sich für sie aus. Und da kam es ja sogar noch zu einer Kuriosität, die so richtig der Bourgeoisie entspricht. Und zwar wurde sie auch gelobt wegen ihrer Tätigkeit. Sie ist ja nicht Bildungsministerin, weil sie Doktor Schawan ist, sondern weil sie so gute Arbeit leistet. Und dann kurze Zeit hinterher äußerte sich die andere Ministerin, meine Chefin, meine Arbeitslosenchefin, die heißt Ursula von der Leyen, also Ministerin für Arbeit und Soziales, ne? Also Arbeitslosenverwalter, meine Chefin. Ja. Und die sagte dann also, dass in der Bundesrepublik also die deutsche Ingenieurskunst in Gefahr ist und Schaden erleidet, die deutsche Ingenieurskunst, weil nicht genügend Fachkräfte da sind, deshalb leidet die deutsche Ingenieurskunst. Und deshalb müssen also ausländische Fachkräfte angeworben werden. Ja, nun wer ist denn verantwortlich dafür, dass die deutsche Ingenieurskunst leidet und dass also ausländische Fachkräfte angeworben werden müssen? Die dort auch fehlen im Heimatland, Ja, ne? das ist ja der übliche Trick. Das haben Sie ja. Ich wollte nur sagen, dass Sie also ja die Verantwortliche dafür ist, für diese Misere, auch für diese Misere. Aber das mit den Fachkräften, das haben Sie ja immer so gemacht. Sie haben ja auch uns, unserem Staat, unserer DDR, haben Sie ja ständig, Ein Aderlass, nicht? ja, Abgeworben. Fachkräfte. Ja, Hans-Jürgen, ich habe da nichts dagegen. Das hast du spaßhaft Ja, gemacht, nicht? aber es freut mich natürlich sehr, es freut mich sehr, dass in dieser hässlichen Bundesrepublik Deutschland es keinen gibt, der es kann und der es nicht mal wagt, dir deinen verdienten Doktortitel streitig zu machen und der es auch nicht kann. Ja, Hans-Jürgen, ich habe nichts dagegen, wenn du mich eben jetzt Ja. so scherzhaft mit akademischem Grad ansprichst. Aber mehr Wert lege ich darauf, dass ich mit der Schawan eben nicht verglichen werde, was du ja auch zum Ausdruck gebracht Ja, hast, ne? unbedingt, unbedingt. Ja, es ist ja so, also ich gebe dir in allem recht. Sie trägt ja die Verantwortung. Sie war ja Ministerin auch in Baden-Württemberg lange Ja, Zeit. Ich habe natürlich. heute früh den Oettinger gehört, der aus Brüssel dazugeschaltet war, Deutschlandfunk oder Deutschlandradio oder was, und der sie sehr gelobt hat für das, was sie da angerichtet hat. Ja, Ne? was sie angeredet hat, ja. Und dabei ist es ja so, dass die Klasse der Bourgeoisie, ob sie nun fähige oder unfähige Geschäftsführer hat, wesentlich nie ein gutes Ergebnis erzielen kann, nur die Krise immer neu verschärfen kann, weil die Verhältnisse gar kein anderes Verhalten mehr möglich machen als die Verwaltung des Niedergangs. So ist es. Darauf sollten wir dann nochmal zu sprechen kommen, Eben, Hans-Jürgen. eben. Das ist ja eine ganz wichtige Problematik, die die Menschen heute alle bewegt. Ne? Ja. Was die Schawan anbelangt, nicht, das haben wir ja schon bei Gutenberg gesehen, wie du sagst, es ist eine Katastrophe eigentlich. Ne? Das ist auch ein Fäulnisprozess, der sich da abspielt. Und was mir zu schaffen macht, gedanklich,
über das, was du gesagt hast, hinaus ist, wie es sein kann, dass solche Arbeiten, also Stuss, Schund, dass die angenommen werden. Sie hat ja ein sehr gut bekommen, ne, auf diese Arbeit. Das ist schon eine Katastrophe, freilich, sie war 25 Jahre alt. Aber in so einer wissenschaftlichen Arbeit, da geht es eigentlich nur darum, so war es zu meiner Zeit, den Neuwert, neue Erkenntnisse nachzuweisen. Ja? Und die Professoren, die da am Tisch sitzen und sich das anhören, sind alles Fachleute und müssen dann darüber befinden und sagen, Moment, leg du jetzt mal da ganz kurz, worin der Neuwert, die neuen Erkenntnisse deiner Arbeit bestehen. Und da stehst du nämlich da, wenn du nichts vorweisen kannst und nur bla bla, wie der Gutenberg oder sie hier bringt. Ja, ne? Ich muss dir ja sagen, ich habe ja, als ich beim Matthias war, bei unserer Filmherstellung, habe ich ja lange genug im Internet bei dem Schawan-Plagiat das vergleichen können und habe das gesehen, was sie da geschrieben hat, und von mir aus hätte sie die Doktorarbeit ja vor allen Dingen nicht wegen des Inhalts bekommen, diese Doktorarbeit mit dem Thema Person und Gewissen war eine typische Bourgeois-Arbeit. Ja. Und nehmen wir an, sie hätte wirklich was Positives gesagt, positive Person, ein positives Bewissen, das Gute befördert in ihrer Arbeit. Wenn es wirklich drin gestanden hätte, dann sehen wir ja, wie sehr sie, welche Person sie ist und welches Gewissen sie hat. Ja, furchtbar. Und da ist sie ein typischer Repräsentant, wie die anderen alle auch, wie Silvio Berlusconi, wie Gutenberg und wie sie heißen, die Geschäftsführer des Geschäfts. Und die Ursula von der Leyen natürlich genauso. Denn auch sie lügt und betrügt ja offensichtlich. Die neuen Arbeitslosenzahlen wurden bekannt gegeben. 3,1 und noch was Millionen. Ja. Und ich weiß, dass die gelogen sind. Ja. Und mein sogenannter Betreuer beim Arbeitsamt auch. Der sagte mir, Herr Westphal, ich sage Ihnen hier nicht, was jetzt was Internes im Vertrauen, was ich nur Ihnen so mal sage. Nee, das steht im Gesetz drin, dass sie nicht in der Statistik sind. Das können sie überall auf der Straße erzählen. Der Volksmund nennt sie ja schon Arbeitsmarkt-Schönfärberin. Ja. Ne? Ja. Wir kommen jetzt... Auf Schönfärber, wir müssen sagen, Lügnerin. Denn das weiß sie natürlich auch. Sie weiß doch auch, dass außer mit dieser 58er-Regelung auch sämtliche Leute, die krank sind, aus der Statistik rausfallen. Ja. Leute, die irgendwo ein Praktikum machen, rausfallen, und die irgendwo solchen 1-Euro-Job rausmachen, erst recht bei ihr rausfallen. Die gelten ja schon als sonst was. Die machen sich ihre Statistik selber. Ne? Ja, und so sind mindestens 1 Million Leute nicht in der Statistik, die aber ebenso wie ich, wie meine Frau, wie viele andere auch, Arbeitslose sind. Ja. Weil wir ja Hartz IV Geld beziehen und ich Inhaber des Dresden Passes bin. Ich kann ja sogar mit Pass nachweisen, dass ich ein Arbeitsloser bin. Ja, ich habe das gesehen, du hattest mir das mal gegeben. Ja, ja. Zur Schawan, das lohnt sich nicht, darüber zu sprechen, aber da ist eben, man sagt ja immer, das Wesen muss auch erscheinen. Ne? Und in solchen Personen erscheint doch diese Klasse. Es erscheint in allen, aber in ihr besonders krass. Ja, aber beim Gutenberg. Und mir sagt man ja, ich glaube, das müssen wir jetzt korrigieren. Eine Krähe hat der anderen kein Auge aus. Weißt du noch, wie sie sich geäußert hat zu dem Gutenberg? Ja. Sie schäme sich. Da hat sie sich fremdgeschämt. Ja, weißt du? Das ist in ihrer Doktorarbeit Person und Gewissen. Sie stellt sich also hin und schämt sich da öffentlich. Ja. Und dann stellt sich raus, dass sie genau so ist. Ja, furchtbar. Das ist kennzeichnend für
diese ganze... Für die sterbende Klasse. Ja, nimmt den Wulff, nicht? Haben wir. Der Gauck übrigens, der hat 25.000 Euro für einen Vortrag bekommen. Da war er noch nicht Präsident, nicht? Und das war in der Zwischenzeit, als er in der Warteschleife war. Ne? Ja, 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 ja. Da hat er ja da, das war doch das Stadtwerk in Bochum, nicht? Was auch selber notleidend war, war es nicht Bochum? Das weiß ich nicht. Kenne ich alle Betrüger. Ja. Manchmal schnappt man es auf. Es sind ja auch nichtige Dinge. Mhm. Aber es weil so kennzeichnend ist für diese Sippschaft. Ne? Für den Gauck beispielsweise, ne? Diesen Hassprediger. Ja, ich weiß doch, wer es ist. Ja, ja. Der hat ja auch dort gesprochen, wo der Steinbrück gesprochen hat. Im selben Laden. Und ja. Wenn ich nicht irre, war das die Stadtwerke Bochum, die am Tropf hängen. Die haben sich jetzt vor Schreck gar nicht getraut, die Tarife hochzuheben, habe ich gelesen. Ja. Nicht? Weil dann werden die Massen natürlich mobil. Ne? Da muss man noch einen hinschicken, überall, dass der da mal redet, dass die dann ihre Tarife zurückhalten. Für 25.000 Euro. Ne? Ja. Ein SPD-gesteuerter Laden war das dort. Ne? Ist ja egal, ist doch egal. Ja. Welche Partei die Geschäfte führt, ist ja egal. Dabei sind das noch nicht die drastischsten Belege dafür, dass in dieser Gesellschaft mehr als einiges faul ist, dass Fäulnisprozesse vor sich gehen und dass Parasitismus herrscht. Diese Leute, die selber sich wie Parasiten aufführen, 25.000 Euro für 2 Stunden oder was weiß ich wie lange, einen Vortrag, sich nicht entblöden, das Geld einzustecken. Ne? Und nicht mal schämen jetzt, kein Wort dazu. Ja, ne? Geschweige denn vom Inhalt, was die dann da sagen. Wir wissen ja was Gauck sagt. Mir hat ein Freund diese kleine Schrift von ihm, Freiheit und irgendwas, gegeben, liest dir das mal durch. Ich habe es ihm zu Gefallen getan. Es ist die zweite Arbeit, die ich von Gauck gelesen habe. Die erste ist das Vorwort zum wie heißt das Buch noch? Schwarzbuch des Kommunismus. Da hat er die Einleitung geschrieben. Ja. Ich dachte mir, passend. Ja, passend. Du, das muss ich mir auch mal holen. Ist schade um die Zeit. Aber du, neulich hat mir ein guter Freund. Nee, das ist wirklich schade um die Zeit. Ja, weißt du, man muss sich aber mal informieren, wes Geisteskind sie sind. Weiß man ja eigentlich schon. Aber man muss es unterlegen. Und deswegen setze ich da auch mal eine Stunde dran. Wichtiger waren mir aber jetzt 2 andere Bücher, die kannte ich nicht. Die hat Klaus Huhn geschrieben. Und Klaus Huhn ist natürlich von uns zu loben. Ja, ein Mann, der so aktiv über Jahre. Ich habe es mir durchgeblättert. Erstmal, ich lese es jetzt am Wochenende, nicht? Beide. Das eine heißt, der Inquisitor kandidiert. Und das andere heißt, der Inquisitor im Schloss. So oder ähnlich, nicht? Ich habe es zu Hause am Schreibtisch liegen. Das lese ich von Klaus Huhn. Die lese ich jetzt am Wochenende. Ja, das sind ja alles bloß so Oberflächenerscheinungen, über die wir jetzt gesprochen haben. Ne? Eben die Basis sind die Eigentumsverhältnisse, weil dieser Fäulnisprozess im Eigentum liegt. Wurzelt da, ne? Dann wurzelt, wenn wir das Gleichnis nehmen, dann wird der Stamm morsch und dann können die Früchte auch nicht anders sein. Ja. Weil das Privateigentum an den gesellschaftlichen Produktionsmitteln in den Händen der Bourgeoisie eben total in die Krise gekommen ist. Mhm. Eigentlich ja schon mindestens seit 1914 seine Krise offenbart und seine Unfähigkeit offenbart, eine positive Lösung zustande zu bringen. Denn wir wissen ja, der Erste Weltkrieg musste nicht sein für das Proletariat. Was brauchten wir? Diese Millionen Toten, diese Umverteilung der Beute innerhalb der Bourgeoisie. Ja. Nun hat Frankreich ein bisschen mehr Land gekriegt, aber Frankreich ist der Bourgeois-Staat. Die Bourgeoisie dieser Region hat ein paar Ausbeutungsgebiete mehr bekommen und so weiter. Ja, was musste der Zweite Weltkrieg sein? Ne? 25 Jahre später. Ne? Ja, eben. Ich denke oft an Karl Liebknecht. Und da sage ich, dieser kleine Mann hatte mehr Courage als die gesamte kaiserliche Generalität zusammen. Als einziger hat er
sich hingestellt im Reichstag und gegen die Kriegskredite gestimmt. Also wenn es nicht solche Menschen gäbe, würde man ja völlig hoffnungslos. Und trotzdem zeigt auch er, es war ja sogar die zweite Abstimmung bei der ersten, es gab eine zweite Abstimmung über diese Kriegskredite. Ja, ja. Er ist auch als Persönlichkeit gereift. Beim ersten Mal hat er sich diesem Fraktionszwang unterzogen und beim zweiten Mal, wo da abgestimmt wurde und dann der Präsident sagte, ich stelle Einstimmigkeit fest und dann von ihm dieses so bedeutsame Nein kam, war er als Persönlichkeit gereift. Ja. Die Sozialdemokratie, Hurra-Patriotismus, die haben die ganze Faulheit immer nur fortgesetzt, sind ja dann zu ausgesprochenen Antikommunisten, zu Feinden des gesellschaftlichen Eigentums an den gesellschaftlichen Produktionsmitteln geworden, sind ja heute auch Geschäftsführer des kapitalistischen Geschäfts und können natürlich auch die Geschäfte nicht noch einmal positiv gestalten, sondern sind auch nur Verwalter der Fäulnis. So ist es. Also 1989, 90, in unserer schweren Zeit, habe ich oft an Liebknecht gedacht, an seinen Satz, trotz alledem. Ja. Ja? Mhm. Denn es war ja für uns auch eine Katastrophe. Ja? Mhm. Und wie für ihn damals eben auch. Ne? Der Verrat, wie du schon gesagt hast, der Sozialdemokratie, der Führer der Sozialdemokratie, Noske, Ebert, Scheidemann und so weiter. Dieses trotz alledem, das richtet uns ja auch heute auf. Ne? Ja, und mich freut, dass du das sagst, denn wir haben uns ja heute noch nicht gesehen, aber ich habe an dieses Thema heute auch gedacht, auf der Straße und gedacht, hier müssen wir noch von einem lernen, der auch diesen Entwicklungsprozess durchzogen hat und der das Glück hatte, nicht von der Reaktion ermordet zu werden. Unser Präsident, unser Wilhelm Pieck, gehörte auch zu diesen Persönlichkeiten, die gereift sind in diesem Prozess, zu den Mitbegründern der Kommunistischen Partei Deutschlands. Ja. Er hat ein hohes Ansehen gehabt. Ne? Und wenn man sich vorstellt, wenn man sich mal ausmalt, aber wir wollen nicht ins Fantasieren kommen, wobei das auch manchmal Spaß macht, mit solchen Gedanken umzugehen, wenn Ernst Thälmann überlebt hätte. Ja, ja. Ernst Thälmanns Reifeprozess lief nicht so schnell ab. Ja, wir haben es ja schwer, uns in die damaligen Umstände zu versetzen. Ja, ich will nur sagen, Menschen, Persönlichkeiten reifen durch Verhältnisse. Es ist also davon auszugehen, dass unsere Klasse, das Proletariat, je mehr es diesen Prozess versteht, umso deutlicher ihn also verändern will und auch erkennt. Die Ursache, die das Verhalten in dieser Gesellschaft bestimmt, ist das Privateigentum, die Eigentumslosigkeit des Proletariats. Und genau das muss geändert werden, dass dieser Grundwiderspruch des Kapitalismus aufgehoben wird. Privatkapitalistische Produktion, gesellschaftliche Produktion, aber private Aneignung der Produkte. Die Klasse der Bourgeoisie lässt doch nicht bloß Schuhe, Strümpfe und sonst was produzieren. Sie lässt eben auch Stimmung, Meinung, Gedanken produzieren. Sie lässt den Lehrplan von unserer Klasse produzieren. Kauft auf dem Arbeitsmarkt Leute ein, die reinschreiben sollen, was Person und Gewissen ist. Und halten sich dann nicht mal dran, selbst wenn es stimmt. Ne? Ja. Und sie lässt eben auch Waffen produzieren. Sie produziert in ihrem Produktionsprozess den Menschen destruktiv.
macht ihn zum Sklaven, zum Kriecher, zum Werkzeug der Bourgeoisie. Meine liebe junge Welt, die ich ja täglich auf der Straße anderen Leuten empfehle und die Exemplare von uns Genossen, die ich da mal verschenke, die mag ich sehr, aber heute hat sie mich mal das Wort geärgert ist hier vielleicht falsch, aber heute dachte ich, sie sind etwas sehr gutmütig umgegangen mit der Schließung der Redaktion der Westfälischen Rundschau. Mhm. Da sind nun Redakteure entlassen worden und Drucker entlassen worden. Mhm. Und die junge Welt, die ja auch eine Zeitung macht, hat dann nun doch sehr wohlwollend und sehr emotional reagiert. Ich habe mir gedacht, ja, diese sozialdemokratische Zeitung, wo waren diese Redakteure dieser sozialdemokratischen Zeitung, als unser Staat zerstört wurde? Ich dachte mir so, ja, da werden sie wohl auch ihren Willy Brandt zitiert haben, mit zum Beispiel diesem Wort, nun wächst zusammen, was zusammengehört. Diese sozialdemokratische Zeitung hat Schuld daran, dass das Klassenbewusstsein unserer Klasse nicht revolutionär ist, sondern reaktionär. Sie haben nicht aufgebaut, sie haben auch vernichtet. Und diese Redakteure, die nun entlassen worden sind, da, die sind nicht, wie die junge Welt schreibt, auf die Straße geworfen worden. Ich bin auf der Straße. Sie sind nicht auf die Straße geworfen worden, sie sind einfach nur arbeitslos geworden. Und ich würde mich sehr freuen, wenn sie klug würden und bei mir auf der Straße erscheinen würden. Ja. Wenn sie so viel wie viele andere. Also Hans-Jürgen, da gebe ich dir recht. Du hast darauf hingewiesen, dass ja das Klassenbewusstsein bei vielen, die es brauchten, um sich zu orientieren, verschüttet ist. Arbeiter, Angestellte. Ja, eben, das ist ja das Problem, vor dem wir stehen. Ja, ja. Die Klasse des Proletariats ist objektiv vorhanden, aber die Bourgeoisie betreibt ja eben zur Aufrechterhaltung ihres Systems eine Maschinerie, um das Klassenbewusstsein zu zerstören. Oder gar nicht erst entstehen zu lassen. Noch mehr, natürlich. Also, sämtliche reaktionären Sachen der Klassengesellschaft werden doch heute vorgeholt. Klassenbewusstsein, Klassenstandpunkt, das hat ja was mit der Verortung des Einzelnen im sozialen Gefüge der gesamten Gesellschaft zu tun. Nicht? Jeder Mensch ist ja vielfach verortet. In der Familie, das ist ein anderer Aspekt, auf Arbeit, wenn er welche hat. Aber beides, was du sagst, ist schon Teil dieser gesellschaftlichen Situation. Ja. Denn was ist die Familie? Mhm. Sie ist natürlich auch ein Produkt dieser Verhältnisse. Genau. Die Arbeit natürlich erst recht. Ja, mir ging es aber bloß darum, weil da denke ich oft drüber nach, diese verschiedenen Aspekte der Verortung eines einzelnen Menschen im Gesamtgefüge, ne? Das heißt, wie ich sage, Familie, Arbeitsprozess, wenn er den Arbeit hat, und dann aber das Allerwichtigste im sozialen Gefüge. Richtig, nicht? In der Gesellschaft. In der Gesellschaft, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und aus dieser Verortung, jeder Mensch ist ja dort irgendwo verortet. Ne? Ob er das wahrnimmt oder nicht. Ne? Das gilt übrigens für die Angehörigen aller sozialen Gruppen, Schichten, Klassen. Ja. Ne? Für alle. Und für die Lohnabhängigen und Gehaltsabhängigen. Ne? Das Proletariat. Richtig, das ist jetzt das, was du als Proletariat bezeichnest. Unsere Klasse. Ja. Was wir als Proletariat bezeichnen, weil es die richtige Widerspiegelung ist. In der Weiterentwicklung. Nicht? Was mich aber sehr interessiert auch immer, ist doch das Phänomen, dass diese objektive Lage nicht etwa automatisch jetzt das entsprechende Bewusstsein hervorbringt. Nicht? Ich sag mal,
Ich las jetzt neulich einen Artikel über Demenz, Alzheimer. Und da wurde gesagt, ja, in einem bestimmten Stadium fortgeschritten ist dann Alzheimer, Patient nicht mehr in der Lage zu bestimmen, wer er denn ist, und er weiß auch nicht, wo er sich befindet. Mhm. Und das ins Soziale, da sage ich, es gibt doch eine soziale Demenz, die hat aber einen großen Unterschied zu dem eben beschriebenen Krankheitsbild. Insofern als der Betreffende, nehmen wir mal an, der lohnabhängig Beschäftigte, der Prolet, gar nicht, der weiß nicht, welche Stellung in der Gesellschaft er hat. Weil wir, mein lieber Doktor, weil wir hier einen Arzt am Krankenbett haben, der den Patienten eben nicht gesund macht. Du weißt ja, Arzt am Krankenbett, das ist die Sozialdemokratie, die ja gesagt hat, wir müssen Arzt am Krankenbett des Kapitalismus sein, die eben den Patienten nicht eine gute Medizin ein Teufeln verordnen, sondern ihm Gift verordnen, ihm bürgerliches Bewusstsein einteufeln, ihm einreden, du bist gar kein Proletarier, du bist Arbeitnehmer. Ja, da haben wir es, richtig. Ne? Dieses Hinwegtäuschen. Gezielte Hinwegtäuschen, das ist eigentlich ein Betrug. Das ist eine Fortsetzung und ein Beispiel für den allgemein ablaufenden Betrug. Ja. Also dieses Bewusstsein der eigenen Lage überhaupt erstmal nicht aufkommen zu lassen. Aber wie lange kann das gelingen? Ich schaue mal auf die Peripherie der Europäischen Union, nicht? Wo es dampft und schon knallt. Nicht? Mhm. Man prognostiziert, dass die, es sind wohl jetzt um die 18 Millionen Arbeitslosen. Nach Angaben der Bourgeoisie selber 19. Ach so, ja. Ich hatte 18,8, ja, dann von mir aus 18,8. Ich habe in der sozialdemokratischen Zeitung SPD, weißt du, dass die zu 40% der SPD gehört? Ja, der Verlag, ne? Ja. 60% Belsmann und Gruner und Jahr, diese Gruppe. Mhm. Und die 40% sind ja hier wichtig, SPD. Mhm. Und diese Ärzte, Krankenbett des Kapitalismus, haben mir mitgeteilt, in der Europäischen Union sind also 19 Millionen Menschen Lohnarbeiter, ne, oder wie heißt Ihr Begriff noch, Arbeitnehmer, ohne Arbeit. Ja, manchmal sind sie abhängig beschäftigt oder so. Aber ist alles. Aber was Sie auch gesagt haben und was eben wichtig ist für uns, es waren noch nie so viele arbeitslos wie jetzt. Mhm. Und da sind die Statistiken geschönt. Und das ist Ihre Statistik. Ja. Ich sage, Hans-Jürgen, es handelt sich doch hier, wenn man mal die Geschichte überschaut, um die allergrößte Insolvenzverschleppung, die man sich denken kann. Ja, die nur durch eine noch größere Verschleppung deutlich wird. Und jeden Tag zeigen sie uns das. Der Fernsehsender NTV, da dachte ich, was reden die denn hier? Reden die meine Sprache jetzt? Sie reden von Japan und sagen, dass dort Geld gedruckt wird. Sie meinten es so, ein richtiges Verständnis. Mhm. Sie sagten, also ja, dieser Staat, dieser Geschäftsführer des kapitalistischen Systems dort, diese Bourgeois-Geschäftsführer in Japan, also werfen Geld auf den Markt, indem sie also billige Kredite, Staatskredite anfeuern. Ne? Und dadurch haben sie richtig so in einem Gleichnis gemacht, dass also auf der einen Seite nun das Papiergeld gezeigt wurde, das wurde immer größer, aber die Waren dagegen blieben immer gleich. Und nun war klar, sie zeigten uns ein Verhältnis, dass eben der Wert der Waren bestimmt wird durch Arbeitszeit, Geld, Arbeitszeit und die Ware eben auch wertmäßig Arbeitszeit, dass dann natürlich nur in einer größeren Zahl des Geldes sich die gleiche Menge ausdrückt, demzufolge eine Inflation des Jens stattfindet. Und naja,
dann sollen sie mal so weitermachen. Sie zeigen uns nur, dass sie keine andere Möglichkeit haben als die Insolvenz durch eine noch totalere, noch größere, so lange zu verschleppen, bis eben unsere Klasse ist auch mal begreift. Denn es ist ja klar, dass dieser Staat Japan damit seine Krise nicht löst. Der kann ja So, nicht. ja, aber das ist ja allgemein festzustellen, was Ja, du jetzt gesagt hast, ne? für jeden trifft es so, für die Und BRD natürlich genauso, ja, ne? freilich, Und für alle. ja, ganz drastisch an der Peripherie, ne? Griechenland, Portugal, aber auch Spanien, Italien, in Frankreich sieht es auch nicht rosig aus. Du, ich habe neulich im Fernsehen auf Arte, das ist doch dieser Kanal, Deutsch-Französisch, ne? Da sah ich eine Sendung, also tat Gewerkschafter, aber auch als Unternehmerverband war jemand da. Und da ging es um einen Begriff, den hatte ich so noch nicht gehört. Das ist außerordentlich interessant. Es wurde gestritten über die Rechtmäßigkeit von Entlassungen aus Börsengründen. Nee, Ja? das Ja, kann ich noch nicht. und dann, weil Aus ich das das erste Mal gehört habe. Rechtmäßigkeit der Entlassung aus Ja, Börsengründen. und da wurde darüber gestritten, gab es Pro und Contra. Und dann bekam ich mit, dass diese Auseinandersetzung in Frankreich und Schwelen so 1999 schon eingesetzt haben muss. Ne? Und Hollande, der neue Präsident in Frankreich, der hatte wohl im Wahlkampf versprochen, deswegen kam die Runde auf das Thema, sich dafür einzusetzen, dass Entlassungen aus Börsengründen unzulässig sein, und nun wurde eben kritisiert, klar, dass er da einen Rückzieher gemacht hat und sich nichts bewegt hat. Ja, dass sie dann auch wieder lügen und betrügen, überrascht Ja. uns gar nicht. Ja. Es würde uns überraschen, wenn die Wahlversprechen mal Ja, vollständig aber eingehalten du, werden. das ist doch interessant. Aus Börsengründen, Ja. das ist doch der Grund, der durchschlagendste Grund, weshalb sie entlassen. Ne? Heute hörte ich, Krupp-Thyssen, ne, sind auch in der Krise, sollen wohl um die 2000 Arbeitsplätze abgebaut werden. Naja, Krupp-Thyssen, die haben doch viel Ja, Schliff gebacken da in Südamerika mit ihren neuen Werken, was auf Sumpfgebiet gebaut haben. Aber Marktwirtschaft ja, eben. naja, siehste, auf Sand gebaut. Und diesmal nicht auf Sand, Der in Markt den reguliert, Sumpf. der Ne? Markt reguliert ja alles und Ja, gestaltet, gestaltet und das so jetzt sind schön. sie in die Miesen geraten und jetzt bauen sie Arbeitsplätze ab. Ne? Aus Logischerweise. Börsengründen Ja. natürlich. Ne? Und wir sehen, das Recht ist eben der nur fixierte Wille Ja. der jeweils herrschenden Klasse, aber eben auch, was unseren Fall betrifft, heute der Bourgeois-Klasse. Die Bourgeoisie schreibt doch hier das Recht. Die Bundesrepublik Deutschland, ihr Staatsapparat würde sich doch sehr dagegen wehren, wenn wir sie als Arbeiter- und Bauernstaat bezeichnen. Das ginge doch gegen ihr Recht, denn sie sind ein Bourgeoisstaat. Ihr Recht besteht darin, das Proletariat auszubeuten. Ihr Recht besteht darin, das alles zu verschleiern. Die Umverteilung von unten nach oben. Ja, eben, die Aneignung Also, des Mehrwerts ja. zu betreiben, die Ausbeutung zu betreiben. Und besonders interessant ist aber, was du vorhin sagtest, da hat ja ein ganz großer unserer Leute, da hat er mal gesagt, sie haben die Krisen immer nur zeitweilig gelöst, und zwar mit Mitteln, die Mittel zur ferneren Krisenbewältigung verkürzen. Hier können wir doch sagen, wo es steht. Es steht im Manifest der Kommunistischen Partei, was wir jedem unserer Klasse nur wärmstens empfehlen. Ja. Da steht es schon drin. Da haben schon unsere Vorkämpfer es richtig formuliert und die Gegenwart beweist nur, dass es stimmt. Aber weißt du, wir hatten ja vorhin auch über diese freie Klassenstandpunkt, Verortung in der Gesellschaft des Einzelnen. Ne? Hier, das ist ein sehr interessantes Problemfeld. Gerade wenn wir bei der Schrift sind, die du nanntest, einer der Unsere beiden wichtigen, Verfasser, ne? ja. Der Friedrich Engels, er war ja Bourgeois. Ne? Und es gibt so interessante Dinge, Brief von Marx an Engels, in der Zeit, wo der Marx sich
mit der Ökonomie befasst, mit der politischen, nicht? Frederik, schreib mir doch mal, wie ihr verdammten Kapitalisten dies und jenes macht. Na, aber worauf ich hinaus wollte, das hat er ja auch mal geschrieben. Ja, doch freilich. Die haben sich ja wunderbar... Diese inoffizielle Mitarbeiter. Ja, und der Engels, das ist ja, für mich ist das deshalb eine Lichtgestalt in der deutschen Geschichte. Nicht bloß wegen seiner intellektuellen Kapazität, sondern auch vom Charakter her. Du musst dir mal vorstellen, wie die sich aufgeopfert haben, die beiden. Ja. Er war ja objektiv verwurzelt in der Bourgeoisie. Aber er hat einen anderen Klassenstandpunkt bezogen. Eben. Ja, und ist das nicht ein Wunder? Das ist ein richtiges Wunder. Nein, nein, hier müssen weißt wir, nicht? Hier würden wir, hier würden wir ihm Abbruch tun, wenn ja, wir das. Natürlich. Das Wort ja, Wunder ja, ist, ist nur eine Form, die du suchst, um. Wunderbar die, zu ja, sagen. Ja, um die Anerkennung, die Wertschätzung auszudrücken. Ja. Denn natürlich ist es kein Wunder, denn die Ursache dafür, dass auch Teile der Bourgeoisie sich auf den Klassenstandpunkt des Proletariats bewegen, liegen ja darin, dass diese klugen Leute eben das Wesen der Gesellschaft erkennen. Eben erkennen, dass Privateigentum an den gesellschaftlichen Produktionsmitteln führt zu einer bestimmten Aufteilung der Menschen, die dort sind, in Klassen. Klassen sind eben große Gruppen der Gesellschaft in Bezug auf ihre Stellung in der Produktion. Ja. Die eine Klasse ist die Eigentümerklasse an den gesellschaftlichen Produktionsmitteln, die andere ist eigentumslos. In unserer Gesellschaft, Bundesrepublik Deutschland und im Kapitalismus, verkauft die Klasse des Proletariats an die Bourgeoisie die wahre Arbeitskraft und wird beherrscht, wird ausgebeutet. Die herrschende Klasse schreibt das Recht und diktiert die Moral. Und unser Friedrich Engels und alle die anderen guten Karl Eduard von Schnitzler wollen wir ja, nicht vergessen zu erwähnen. Also es gibt eine Legion. Haben eben erkannt, ja, das ist die Gesellschaft, der die Zukunft gehört und der sie gehören muss. Denn es gibt in diesem System ja keinen Ausweg. Der absolut einzige Ausweg besteht ja darin, den Niedergang zu beenden, indem die ökonomische Basis geändert wird, indem das gesellschaftliche Eigentum an den gesellschaftlichen Produktionsmitteln hergestellt wird, damit eben nicht Privatinteressen gegenüber der Gesellschaft durchgesetzt werden, damit unsere Interessen durchgesetzt werden. Ich habe mich gefreut, als damals in den USA diese Leute mit den Schildern erschienen, 99. Occupy, ja. Die haben in ihrer Erkenntnis sicherlich Schwächen. Aber hier muss ich sie unbedingt loben, dass sie 99 gezeigt haben, ja, weil klar hier ist... Hier sind die 99. Ja, mhm, ja. Und wenn du die Bundesrepublik Deutschland anguckst, in der BRD gibt es 82 Millionen Einwohner und die letzte Zahl der Millionäre, die ich gehört habe, war... 930.000 ja, natürlich. Ja. 930.000 Millionäre mhm, gibt es in der BRD, also rund, ich gelesen. Mhm. Ne? Ja, rund ja. 1 zu 90. Mhm. Denn in unserem Manifest der Kommunistischen Partei mhm, steht ja ein Zahlenverhältnis drin. 1 zu 10 damals. Ja. Ne? Du weißt doch, die mhm, Stelle, wo unsere guten Genossen schon den Zusammenhang, diese Heuchlerei der Bourgeoisie, mit der wir ständig zu tun haben heute, auch ironisch beantworten. Ne? Da steht eben drin, dass eben euer, angewandt an die Bourgeoisie, euer Eigentum darin besteht, dass 9/10 der Gesellschaft es nicht haben. Also, ja, ne? Mhm. 1 zu 10. Und das hat sich ja zugespitzt jetzt. Ne? Weil Konzentration und ja, Zentralisation des, mhm, des Kapitals, mhm, dieses gesellschaftlichen Produktionsverhältnisses, mhm, Kapital, dahin führen mussten. Je mhm, ein Bourgeois schlägt viele tot. Ja. Alles das, was wir heute sehen. Mhm. Und wenn sogar der sogenannte Traditionskonzern Krupp und Thyssen, Traditionskonzern, auch ihre Worte, ne? Mhm.
weil die ja, die Verbrecher haben ja auch ihre Tradition und nennen ihre Familie immer gern. Ja, ich denke dann immer, wenn Krupp genannt wird, an Krause tue ich auch. Richtig, ja. Aber als du vorhin von Occupy angefangen hast, da fiel mir gerade ein, ich weiß nicht, hast du das auch gelesen? Der Gauck hier, der Hassprediger Gauck, der Ja. hat gesagt, er hat sich negativ über Occupy geäußert. Ich Er habe. habe in einem Staat gelebt, Jahrzehnte, in dem die Banken besetzt waren. Also was uns freut, Ja. Und hat ne, die. das Bankkapital, das große, Was er unter die Banken versteht, ne? Denn ja, wir hatten ja unsere Bank. Das hat er nun, der Dummkopf, wieder nicht eben. verstanden. So ist es. Aber das Finanzkapital, also die allergrößten Kapitalisten, ne, die haben ja die Banken in der Hand, die Naja, Börse eben ist ein Mittel für sie. seine Freiheitsthese besteht ja eben gerade darin, dass die Bourgeoisie die Freiheit hat, das Proletariat auszubeuten. Ja, das ist sein Freiheitsbegriff, Eben, der dieser, Kern. das Recht ist der fixierte Wille der Bourgeoisie. Da wird aufgeschrieben, ihr habt dann und das so zu machen, Hartz IV, ihr habt euch dann zu melden. Wenn ihr den Ort verlassen wollt, dann habt ihr zu fragen, ob ihr gehen dürft. Na, weißt du, dass ich den Ort nicht verlassen darf? Aber du bist doch mal, du hast es selber geschrieben. Das hat mich sehr interessiert, was du Nee, pass auf, geschrieben hast. das ist Dieses so. Wintermärchen, was du da geschrieben hast, weißt du? Ja, Neulich habe ich es erst aber gelesen. auch da musste ich mich ja abmelden. Also wenn ich, der ich nicht in der Statistik bin, ne? Aber wenn ich irgendwo hinfahren will, außerhalb von Dresden, dann muss ich mich abmelden. Ich habe quasi, könnte man es Urlaub nennen. Eingeschränkte Freiheit, ne? Ja, aber ich darf nicht einfach, Also hast du eine Fußfessel, so. ich hab eine Fußfessel, ich darf nicht einfach irgendwo hinfahren. Ne? Meine Freiheit besteht darin, hier in Dresden zu bleiben und schleunigst aufzupassen, dass ich also die nächste Anforderung beim Arbeitsamt sofort einhalte und sofort da bin. Es gab im letzten Jahr über 1 Million Sanktionen. Das Über habe eine ich gelesen. Million Freiheit, ne? Ja, Ding, und, das mal. aber wie viele Klagen gab es denn? Es gab doch auch eine riesen Anzahl von Ja, Klagen, wo ja, wohl ja. in Drittel oder Ja, mehr, mehr mehr, sogar, ne? 60% sogar. Positiv, dann ist es ein Drittel gewesen, was Was abgewiesen wurde, ne? sie durchgesetzt haben. Naja, also. Na, eben das Recht der Bourgeoisie zur Ausbeutung, das nennen die Freiheit, das nennt Gauck Freiheit. So Ja, ist sein na gut, bei Freiheitsbegriff ihm braucht gemeint. man sich nicht zu wundern, er gehört ja jetzt zu diesem geschäftsführenden Ausschuss Eben, er ist ja der so sogar Bourgeoisie. die Er ist Galionsfigur die geworden. Galionsfigur. An ihm sollen wir das System erkennen. Ja, und eben dieser andere Aspekt, die Moral. Na, hier merken wir ja, dass die Moral eben auch Klassencharakter hat, dass sie abhängt, zu welcher Klasse gehöre ich. Lenin hat mit Recht, wie wir täglich erfahren und bemerken, meine ich damit, dass es uns immer wieder gesagt wird, von zwei Formen der Moral in der Gesellschaft gesprochen. Von der bürgerlichen, von der Bourgeois-Moral und von unserer, von der proletarischen Moral. Und hat auch, wieder muss ich sagen, zu Recht schon damals bemerkt, vor 110 Jahren, dass daran gearbeitet werden muss, dass wir unsere Moral entwickeln, dass wir unsere proletarische Moral kämpferisch durchsetzen müssen. Aber diese Moral, die gedeiht ja auch auf dem Boden, sagen wir, der Produktionsverhältnisse. Eben. Insofern, als sich ja aus der Stellung gegenüber den Produktionsmitteln, ne, ergeben sich ja Interessen. Mein lieber Doktor, muss ich noch mal sagen, wir merken ja, dass wir, obwohl wir im Kapitalismus leben, das Proletariat sind, dass wir schon einen Vorgriff auf die neue Gesellschaft vornehmen,
indem wir nicht die schmutzige, niedrige, degenerierte, kriecherische, ich nehme jede Arbeit an, Moral des Proletariats wertschätzen, sondern eben die kommunistische Moral. Ein Verhalten, das darauf gerichtet ist, das gesellschaftliche Eigentum an den gesellschaftlichen Produktionsmitteln herzustellen. Ja. Viele unserer Vorkämpfer haben dafür ihr Leben gegeben und es gehört zu der schmutzigen bürgerlichen Moral, dass diese Vorkämpfer, man kann sagen oder muss sagen, nochmal getötet werden. Ernst Thälmann will ich nur beispielhaft nennen. Die Umbenennung der Ernst-Thälmann-Straße war ein nochmaliges Ermorden unseres Genossen und zeigt, das ist ihre Moral. Ja. Das sind ihre Personen, die so handeln. Das ist ihr Gewissen. Na, wovon hängt ihr Gewissen ab? Na gut, du hast das Bild schon richtig beschrieben. Dafür gibt es ja sehr viele Beispiele. Gäbe es keine Beispiele dafür, würde es ja nicht stimmen. Das ist ja nur das Beispiel, was für viele steht, für die Masse steht. Ja, aber das ist ein Ausdruck der Unmoral. Bei mir, du sagtest vorhin, ich habe einen schönen Ausblick aus dem Fenster. Ja, aber dieser Platz hieß mal Clara Zetkin Platz. Die Straße heißt noch so, dort auf der Ecke. Ja, und da gab es mal ein Denkmal, da war ein Clara Zetkin Denkmal. Mich fragte neulich auf der Straße ein junger Mann, der war aus der Schweiz, aus Zürich war der. Der fragte mich, Sie wohnen am Bonhoeffer Platz, der hieß doch mal Clara Zetkin Platz. Ich war da und habe da das Clara Zetkin Denkmal gesucht. Ein junger Mann, der sich einfach interessierte und ich habe... Das wusste ich auch nicht, Clara Zetkin Platz. In der Gegend war ich zu unserer Zeit, war ich nicht so oft in der Gegend. Ja, ich will nur sagen, das ist nur ein weiteres Beispiel. Das ist ein Beispiel, aber Heinz-Jürgen, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, das ist noch nicht eine so furchtbare Entgleisung. Denn der Bonhoeffer, wenn es nach mir gegangen wäre und nach dir, da wäre Clara Zetkin geblieben hier. Ne? Und Bonhoeffer hätte aber woanders ein Schild bekommen. Der hat es auch verdient. Hätte von uns woanders seinen Platz bekommen. Natürlich. Aber übrigens wiederum, mein lieber Doktor, gleichst du hier mit deinen Anschauungen Karl Eduard von Schnitzler. Der sagte das inhaltlich ganz genauso wie du jetzt. Naja, das ist ja klar, weil wir auf Er kannte ihn natürlich noch viel mehr. Er hatte in seiner Jugendzeit mit diesen Leuten da zu tun und sagte, da ist das, so wie du eben reagiert hast, reagierte er auch. Ja, das kann ich mir vorstellen. Karl Eduard hat ja faktisch immer eine Wellenlänge, eine Frequenz im Denken und im Darstellen an den Tag gelegt, die uns auch in Fleisch und Blut übergegangen ist. Ja. Das haben wir geerbt. Wenn wir diesen moralischen Begriff des Vorbildes nehmen, dann können wir sagen, der auch. Der auch. Vielleicht noch ein letztes Beispiel. Das berührte mich persönlich so unangenehm. Genauso ein Beispiel. Ne? Da sah ich mal den Helmut Schmidt. Ne? Das ist noch nicht so lange her. Ein Jahr, anderthalb. Wie immer, ja. Wie immer. Und dann sagte er, sinngemäß jetzt, nun ja, der Honecker, der wird auch bald vergessen sein. Und da, in diesem Augenblick, war er bei mir ganz unten durch. Ganz unten durch. Ganz unten durch. Ne? Es hat ja auch nicht mehr viel gefehlt. Weil das eine derartige Lumperei ist, eine Unanständigkeit, einen Mann, der zu der Zeit, wo der Schmidt Wehrmachtsoffizier vor Leningrad war, mithalf, dass dort 1 Million Sowjetbürger verhungerten. Zu der Zeit saß Erich Honecker im Zuchthaus in Brandenburg. Also da sage ich,
dass der Mann ist doch ein Idiot, wenn er das nicht zusammenbringt, ja. dass man sowas nicht sagen kann. Ja, ja. Ne? Außerdem stimmt es ja nicht. Ich habe... Ja, das stimmt sowieso nicht. Wir denken ja daran. Die Klasse des Proletariats erinnert sich an ihn, wie an viele andere auch, und wird sich an ihn erinnern, auch an Erich Honecker wird sie sich mehr denn je erinnern. Und ich habe ein Genosse von uns, der Markus Hane, hat auch ein Porträt gemacht von Erich Honecker. Das will ich auch noch bearbeiten, da will ich auch mir noch was Besonderes dazu einfallen lassen. Unser Genosse Erich Honecker, den wir in bestimmten Punkten kritisiert haben und so weiter, den lassen wir aber nicht untergehen. Den lassen wir nicht untergehen und wir gestehen nicht unseren ärgsten Feinden, über ihn zu richten. Ja. Also außerdem können Sie ja kein wissenschaftlich exaktes Urteil fällen. Sie kommen ja von Ihrem Klassenstandpunkt nicht runter. Ihr Klassenstandpunkt mauert Sie ja in Ihren Denken ein. Sie müssen ja unseren Repräsentanten negativ sehen. Sie können gar nicht anders. Und handeln natürlich auch so. Deswegen, das ist auch ein Grund, weshalb wir uns ja öffentlich kaum kritisch äußern würden über unsere Genossen in dieser Weise. Obwohl wir wissen, es gab bestimmte Fehler. Mitunter sind es ja auch Annahmen, die einer von uns hat. Nicht? Was mich zum Beispiel bei Erich Honecker, also wenn ich ihm was vorwerfen würde, dann wäre es seine These, wann hat er die denn geprägt? Die Frage, wer wen ist entschieden? Und das in einer belagerten Festung. Natürlich kann ich mich auch reinversetzen, was er damit gemeint hat, was er bezwecken wollte. Und wir können es eben positiv auslegen. Ja, ja, aber hier müssen wir dann sagen, ja, ich hab das auch geglaubt. Ich muss von mir sagen, dass ich auch so gedacht habe, dass ich tatsächlich noch bis zum 18. März 1990 meine Bürger der Deutschen Demokratischen Republik für so klug gehalten habe, dass sie bei dieser Wahlentscheidung die richtige Entscheidung treffen. Dann merkte ich, der Klassenkampf zwischen Bourgeoisie ist noch lange nicht entschieden. Jetzt müssen wir erst durch ein bitteres Tal der Tränen gehen, aber wir wissen, dass wir durch unsere Tat aufsteigen werden. Wir wissen, dass die Krise des kapitalistischen Systems nicht gelöst werden kann und wir wissen auch, dass unsere Klasse diese Erkenntnis haben wird, dass unsere Klasse klug sein wird, dass unsere Klasse sich die Partei schaffen wird, die kommunistische Partei, von dessen Manifest wir schon so viel sprachen. Und diese Zuversicht mag vielleicht in den Worten Erich Honeckers gesteckt haben. Ja, du hältst ihm sehr viel zugute. Ja, ja, er hat es ja verdient. Ich meine, das mag vielleicht darin gesteckt haben. Es sprach ja auch viel dafür. Ne? Es sprach viel dafür. Ne? Die furchtbaren Niederlagen. So werden wir natürlich unseren Genossen Erich Honecker immer verteidigen. Ja, selbstverständlich. Zum Beispiel, nach außen auf alle Fälle. Und zum Beispiel ist es für mich ein Bild, an das ich immer denken werde und das mir ich mich immer begleiten wird, wie er ausgeliefert wurde von Russland. Furchtbar, ja. Wie er dann aber dieser schon vom Tode gezeichnete Mann, unser Genosse, mit der erhobenen Faust aus dem Flugzeug stieg, dass er sich zusammengerafft hat und aber diese so wichtige Faust, dieses so wichtige Zeichen für uns gezeigt hat. Schon schwer krank, ne? Er hat ja auch viele kluge Gedanken dann abschließend uns auch noch hinterlassen. Ne? Ja. Zum Beispiel, woran ich oft denke, wie er geäußert hat, was Napoleon für die Bourgeoisie war in Frankreich. Das war Stalin für die Arbeiterklasse. Ja. Das ist,
Wenn man dem Gedanken mal nachgeht, ne, wird man finden, dass da sehr viel Substanz dran ist. Und hier werden wir zum Abschluss unseres Gesprächs nochmal eine Doktorverleihung vornehmen. Erich Honecker bekommt heute von uns den Doktor H.C. Ja, den hätte er verdient, denn er war nicht so ein Schwindler wie hier die Schawan, der Gutenberg und andere. Ne? Er ist unsere Person, unser Gewissen. Und er hat sich für uns aufgeopfert.